Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe mich schon wieder triggern lassen und deshalb reden wir heute natürlich über Giga. Denn der Titel, der verspricht nun wirklich einiges. Wir wollen noch sehen, ob Giga diesmal das Versprechen halten kann. Das war bisher nicht der Fall. iPhone-Nutzer verblüfft. Da hat man offensichtlich Umfragen durchgeführt. Wie käme man ansonsten auf die Idee, dass iPhone-Nutzer verblüfft sind? Und da hier keine genaue Zahl genannt wird, kann man wohl davon ausgehen, dass alle iPhone-Nutzer verblüfft sind. Ich dann wohl auch. Und ich hab's nicht gemerkt. Doch wahrscheinlich gerade geistig abwesend. Also iPhone-Nutzer sind verblüfft. App macht Apples Pro-Modell überflüssig. Okay. Wir nehmen jetzt erstmal nur die Titelüberschrift. Und bei Giga sollte man das nun wirklich nicht machen. Die sagt uns ja nun, und zwar faktisch, also es ist nicht so, dass jetzt hier ein Konjunktiv geschrieben wird, App könnte in der Zukunft 2035 das Pro-Modell überflüssig machen. Nein, das ist jetzt schon der Fall, wenn es nach Giga geht. Und deshalb müssen wir drüber reden, Freunde. Ich möchte euch gerne aufklären, was hier eigentlich gemeint ist. Inwiefern könnte eine App bitte das Pro-Modell überflüssig machen. Man bezieht sich hier auf das iPhone 14 und iPhone 13. Wer ein normales iPhone 14 oder auch ein iPhone 13 besitzt, der schaut schon manchmal neidisch auf Besitzer eines Pro-Modells. Vor allem ein Kamera-Feature sticht heraus, das Teleobjektiv. Eine bekannte Kamera-App aus Apples App Store verspricht jetzt per Software-Update Abhilfe. iPhone bekommt Teleobjektiv per Update. Ich sitze ja, ich blende das gerade hier ein. Ja. Könnt ihr das lesen? Also ein Teleobjektiv per Update? Erinnert ihr euch vielleicht noch daran, als auf Facebook so diese Bilder trendeten, dass jetzt die iPhones per Update wasserdicht gemacht wurden? Und das haben einige geglaubt, ne, dass mit dem letzten iOS-Update tatsächlich das Telefon wasserdicht ist und haben dann ihre iPhones versenkt und danach mit Sicherheit nie wieder. Und jetzt kommt Giga daher, Jahre später, und sagt, ja, jetzt gibt es auch ein Teleobjektiv per Update. Ich frage mich dann, wie viele das lesen, also jetzt nur so die Überschriften und dann in die nächste Genius Bar heizen und dann dieses Update jetzt halt auf ihr Telefon drauf montiert bekommen haben möchten. Aber gut, man hat ja Update hier in Gänsefüßchen gesetzt und wir wissen, was ein Gänsefüßchen ist, da kann man eigentlich schreiben, was man will. Also wir hatten ja gerade festgestellt, die Pro-Modelle haben halt die Tele, das ist ja bei Apple schon lange der Fall, während die normalen Geräte eben ohne Tele ausgeliefert werden. Die haben dann nur eine Hauptkamera und noch eine Weitwinkelkamera. Okay. Dem Nutzer eines normalen iPhones bleibt da nur der virtuelle Zoom. Bedeutet, ein Bildausschnitt wird per Software vergrößert. Da aber für die Bildinformation logischerweise nur weniger Pixel zur Verfügung stehen, leidet die Qualität sichtlich. Ergo maximal Notbehelf. Besser bisher Foto mit der regulären Hauptkamera machen und dann bei Bedarf per Bildbearbeitung den jeweiligen Ausschnitt vergrößern und optimieren. Aber auch dies ist und bleibt ein Kompromiss. Wow. Also wir wissen ja, dass Giga sich mit Technik jetzt nicht so gut auskennt. Ich denke ja auch, die sollten eigentlich irgendwie Döner verkaufen oder sowas, weil das ist nicht so schwer. Ne? Das ist so ein bisschen wie Lego. Aber mal zurück zum Thema. Statt einen virtuellen Zoom, also dass halt beim Fotografieren ein Bildausschnitt vergrößert wird, schlägt Giga vor, dass man doch ein Bild macht und dann einen Bildausschnitt vergrößert. Aber das wäre ja immer noch, wie haben sie geschrieben, ja immer noch ein Kompromiss. Nehmen wir es nochmal durch? Statt einen virtuellen Zoom, nimmt man einen Bildausschnitt. Genau. Virtueller Zoom, wissen wir, das ist was ganz anderes. Also, mir fällt dazu gar keine abgefahrene Story ein, so ganz spontan, Freunde, und ich skripte die Videos nicht. Sollte ich dann vielleicht mehr machen, weil ich hätte mir ja Potenzial ohne Ende, ja, für einen Witz nach den anderen. Ich lese selten so viele Steilvorlagen in einen einzigen Artikel. Ich habe manchmal das Gefühl, Giga ist so eine Art technischer Postillon. Besser machen möchte es jetzt die bekannte Kamera-App Halight Mark II Pro Camera. Nach dem Update auf Version 2.1, bla 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 bla, Freunde, wir fassen das Ganze mal zusammen. Also wir gehen nochmal hoch zur Überschrift, ja, und da steht iPhone-Nutzer verblüfft. Soll ich einen Screenshot machen? Das ist, glaube ich, gerade ein ganz gutes Bild für ein Vorschaubild für YouTube-Videos. Oder verblüfft. Ey, ich wirklich, ich klicke sowas nicht an. Diese Vorschaubilder von Videos auf YouTube, wo so richtig Emotionen kommuniziert werden. Ich bin schockiert, ich bin überrascht. Klick das Video an und du wirst erfahren, warum ich so überrascht bin. Ne? Weil das sind 5 Dinge, die ich am iPhone liebe. Okay, wir kommen jetzt zurück jetzt zu der Überschrift. iPhone-Nutzer verblüfft. App macht Apples Pro-Modell überflüssig. Freunde. Und im Artikel steht dann, dass es eine App gibt, die man auch noch kaufen muss, mit der ihr dann halt reincroppen könnt in eure Fotos. Und das ist dann KI unterstützt. Nur nebenbei, die Kamerasoftware von so ziemlich jedem Flaggschiff heute ist KI unterstützt. Abgesehen davon, dass die meisten Flaggschiffe halt außer Apple in dem Preisbereich so oder so eine echte Tele verbaut haben. Das lohnt sich dann bestenfalls im Low-Budget-Bereich. Aber hier muss man ja sagen, das kostet Geld.
Die Software ist im Abo. Ah, ich kann es aber auch für 70 Euro einmalig kaufen. Was mich hier aber an den Artikel wirklich so getriggert hat, ist, dass diese App natürlich das Pro-Modell nicht überflüssig macht. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Apple. Aber selbst ich als jemand, der kein Fan von Apple ist, käme niemals auf die Idee zu sagen, dass es praktisch keine Unterschiede zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro gibt. Außer die Tele. Oder keine Unterschiede zwischen 13, 13 Pro, 12, 12 Pro etc. Das zieht ja Apple, wie gesagt, schon eine Weile durch. Wer Tele haben will, muss das Pro-Modell kaufen. Ja, wer die Dynamic Island haben möchte, also wisst ihr, diese optische Beleidigung mitten im Display, die mich daran hindert, im Fullscreen-Format mal richtig ein Video zu genießen. Dieses Feature haben wir ja auch nur beim Pro. Just saying. Nicht wahr? Weiß nicht, wiefern die App es jetzt schafft, auch die Dynamic Island überflüssig zu machen. So, dann haben wir beim Pro übrigens auch das hellere Display und die 120 Hertz. Das hat auch überhaupt gar nichts zu tun mit dieser App, weil diese App lediglich in Bilder reinkroppen kann und das Ergebnis wird von der KI optimiert. Mehr ist es nicht und dafür müsst ihr noch bezahlen. Entweder 3 Euro im Monat oder 70 Euro einmalig. Dann haben wir noch den Bionic, den A16, nur im Pro-Modell, ne? Den A15 im Nicht-Pro-Modell. Und ihr könnt davon ausgehen, dass wenn Apple das mit dem iPhone 14 eingeführt hat, dann werden die das ins iPhone 15 übernehmen. Das heißt, im iPhone 15 habt ihr dann entweder immer noch den A15 oder dann den A16, auch den A17 nur im Pro-Modell. Apple will ja euch schon irgendwie dazu motivieren, doch ein bisschen mehr Geld auszugeben und euch das Pro-Modell zu kaufen. Weil nämlich Apple jetzt scheinbar alle Neuerungen in den Telefonen, das war jetzt vollkommen übertrieben. Alle Neuerungen. Ich meine natürlich alle Neuerungen nur im Pro-Modell zu verbauen und das Nicht-Pro-Modell dann halt nur vom Vorjahr zu kopieren. Aber selbst ich als jemand, das habt ihr ja mittlerweile auch so ein bisschen mitbekommen, falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, der jetzt nicht der größte Fan ist von Apple, bemerkt doch, dass wir im Pro-Modell eine 48-Megapixel-Kamera verbaut haben. Die Hauptkamera. Das ist eine andere als im Nicht-Pro-Modell. Und zusätzlich, nur on top, kommt ja noch die Tele. Das heißt, wir haben nur 2 Kameras beim Nicht-Pro-Modell, wir haben 3 Kameras beim Pro-Modell. Dabei unterscheiden sich aber auch noch die Hauptkameras zusätzlich. Und auch das kann die App nicht einfach so ausgleichen. Und das führt uns dann nochmal auf Umwege zum iPhone 14 und dessen Hauptkamera. Das ist nämlich eine 12-Megapixel-Kamera, Freunde, und KI hin oder her. Irgendwann ist Schluss. Es sind halt nur 12 Megapixel, da könnt ihr nicht unendlich reinkroppen. Ihr geht um 50% rein, da habt ihr noch 6 Megapixel übrig. Die Hälfte der ganzen Megapixels, die werden ja dann verbrannt. Ihr habt ja ein 12-Megapixel großes Bild. Und wenn ihr dann reingeht und die Hälfte davon wegschneidet, dann habt ihr halt noch 6 Megapixel übrig. Natürlich endet das irgendwann in eine Pixelmassaker und eine KI kann daran auch nichts ändern. Und das führt uns wiederum zu den hochauflösenden Kameras, die zum Beispiel im Pro-Modell verbaut sind. Hier könnte man ja den Telezoom und den digitalen Zoom, könnte man ja kombinieren. Das nennt sich dann Hybrid-Zoom. Und da könnte man ja dann zusätzlich das Ganze noch durch die KI jagen, um das irgendwie zu optimieren, falls die KI besser ist als die von Apple, von Samsung, von Sony oder von Xiaomi und Co. Ich wollte jetzt nicht Motorola dumm machen, indem ich es ausgeklammert habe, Freunde. Aber es sind einfach zu viele Hersteller, die im Premium-Bereich produzieren. Wie zum Beispiel auch Meizu. Für alle diejenigen, die meinen Kanal gerade nicht kennen, die denken, was ist Meizu? Gut, gehen wir mal nicht weiter darauf ab. Ihr kennt ja die Unterschiede, ne, beim iPhone 14 und beim iPhone 14 Pro. Und die liegt bestimmt nicht nur in der Tele. Und wir haben auch gerade festgestellt, dass diese App eine richtige Telekamera mit Sicherheit nicht ausgleichen kann. Und wenn, dann würde ich die App, wenn man so schon bezahlt, mit 70 Euro bei höherauflösenden Kameras verwenden. Eben 100 Megapixel, 200 Megapixel, was es eben so alles außerhalb des Apple-Universums inzwischen so gibt. Und für all diejenigen, die jetzt meinen Kanal nicht abonniert haben, auch wenn ich Apple nicht mag, aber trotzdem nenne ich ein iPhone 12, das kann ich mir eigentlich auch schenken. Ich verlinke euch wie immer natürlich den Artikel von Giga als Quelle. Und für all diejenigen, die jetzt wirklich gedacht haben, es gebe hier eine Softwarelösung, um die Unterschiede zwischen einem Pro-Modell und einem Nicht-Pro-Modell einfach mal auszugleichen, der ist ja nun eines Besseren belehrt. Also abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben. Ja, das Standardprogramm. Unten findet ihr in der Videobeschreibung eine Möglichkeit, mich zu unterstützen, Freunde. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.